Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Dynasty Warrior. Genau. Jetzt hat er mich total überrascht gehabt. Dynasty Warrior Gundam Reborn Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Und das hier ist UC. Das ist eine andere Timeline, glaube ich. Und zwar das erste Jahr. Ich weiß jetzt nicht, was wahrscheinlich Universal Century 1, eine neue Ära, in der die Menschheit damit beginnen wird, das Weltall zu kolonisieren, war oder begann mit einem schrecklichen terroristischen Anschlag. Der orbitale Aufenthaltsort bzw. seine Wohnung, Haus, wie auch immer, vom Premierminister, benannt Laplace, wurde zerstört während der Zeremonie, die den Start des neuen Kalenders einläuten sollte. Durch Armut motiviert wurde ein Junge namens Siam Vist in die Attacke mit eingezogen, aber sein Schiff wurde zerstört, um sein Schweigen sicherzustellen. Er überlebte und flog durch den Weltall oder trieb durch das Weltall, wo er ein bestimmtes Objekt fand. Es war die Box von Laplace, und wenn deren Existenz bekannt werden würde, könnte sie die gesamte Föderationsregierung stürzen. Als ihr Beschützer wuchs Siam zu großer Macht heran und eröffnete die Vist Foundation. Universelles Zeitalter oder Jahrhundert 96, drei Jahre nach Chars Rebellion, starb die Antiföderationsbewegung ab, aber der daraus resultierende Frieden sollte schon bald gestört werden. Unicorn no Hi. Tag des Einhorns. Kyu Side 5 Chuik ni aru Koloni. Industrial 7. Soko de Anaheim Kōsen ni kayou Banner Jinx wa aru hi sora kara ochite kita shōjō to deyau. Industriell 7 war eine Kolonie auf Umlaufbahn 5. Eines Tages traf Banaga Links, ein Student vom Anaheim Elektronischen Industriellen College, ein Mädchen, das vom Himmel fiel. Das Mädchen nannte sich Audrey Byrne. Es erschien nicht von dieser Welt und sie wurde bewegt von einem unglaublichen Sinn der Pflicht. Ich muss mit jemandem sprechen, ich muss mich beeilen, bevor es zu spät ist. Ich kann das noch beenden, ich muss.
Was beenden? Krieg. Zunehmend. どこかずれている感覚を抱いて日常を送っていたバナージは、オードリーの言葉に初めて何かが噛み合ったような印象を受ける。Banaga fühlte sich immer nicht zugehörig zu seinem täglichen Leben, aber als er mit Audrey sprach, fühlte er das erste Mal seine Bestimmung. バナージはオードリーに同行し、 Ich muss nebenbei Gundam Unicorn unbedingt empfehlen. Ist mit das beste Gundam überhaupt in letzter Zeit gewesen. Also richtig gute Serie. Banaga begleitete Audrey und zusammen erreichten sie das Anwesen der Wist Foundation. Yasuki-ni-fumikonda-2人の前には一幅のタペストリーが広がっていた。 Als sie eintraten in das Anwesen, sahen sie eine Tapete hängen an der Wand, vorhersagend oder abbildend eine Lady, eine Dame und ein Einhorn, als sie sich nach vorne lehnten, um die Inschriften zu lesen. Für meine einzige Begierde. Warte, du kannst das lesen. Ich fühle mich, als kenne ich diesen Ort. Ich habe dieses Bild schon mal gesehen. Banaga wurde verwirrt, als die Erinnerungen ungebeten über ihn hinweg schwollen. Zu diesem Zeitpunkt kam oder tauchte Cardias Wist auf, der Meister des Hauses und Kopf der Foundation. Cardias Kosoma. オードリーが面会を求めていた人物であった。これ以上バナージを巻き込まいとするオードリーによってバナージは退去させられてしまう。Cardias war der Mann, den Audrey treffen wollte. Audrey, die nicht wollte, dass Banaga involviert wird, noch weiter involviert wird, ließ ihn entfernen. 私たちにラプラスの箱を託すというお話を考え直していただきたいのです。 Ich möchte, dass ihr noch einmal darüber nachdenkt, über eure Pläne, uns Laplace Box zu überlassen. Wir können damit nicht umgehen. Über das sie sprach, waren die Sleeves, also die Ärmel nach meiner Meinung, aber okay, die Sleeves, die Überlebenden, Verbliebenen von Neo Zeon. Cardias wollte die Box ihnen übergeben und so den Fluch der Föderation brechen. Cardias war die 解放されれば連邦政府を転覆し得るという箱を袖付きに引き渡そうとしていた。 Um die Welt zu lösen, wollte Cardias den Sleeves, die Box geben, die nach ihrer Öffnung die Föderationsregierung vernichten könnte. Daga, Audrey's願いも虚しく。 Audreys Bitten waren vergebens und Cardias traf sich mit Suberoa Zinnemann, Repräsentant des Leafs. その最中、箱の譲渡を阻もうと
連邦軍が出動。戦端が開かれる。Gleichzeitig wurden die Föderationsstreitkräfte mobilisiert, um die Übergabe der Box zu verhindern. この騒動が疑心暗鬼を生み、会談は物別れに終わった。瞬く間に戦場と化すインダストリアルセブン。その中でオードリーを必死に探す二人の姿があった。Die Kämpfe kreierten Misstrauen und die Gespräche brachen sofort ab. Industrial 7 wurde schnell zu einem Schlachtfeld. In dem Chaos suchten zwei Leute verzweifelt nach Audrey. 一人はソデツキのパイロット、マリーダ・クルス。オードリーは彼女らソデツキにとって何者にも代え難い重要人物であったのだ。Eine war Marida Cruz, eine Pilotin der Sleeves. Für sie war Audrey eine wichtige und unersetzbare Figur. そしてもう一人はバナージだった。オードリーを探してさまよっている間に、バナージはあるモビルスーツ格納庫に迷い込む。Die andere Person war Banager.Als er nach Audrey suchte, stolperte er in einen Mobile Suit Hangar. そこでバナージが見たのはユニコーンのごとき一本角をそびえさせる純白のモビルスーツとそのコックピットで死に瀕するカーディアスであった。Dort sah er einen ganz in weiß gehaltenen Mobile Suit mit einem einzigen Horn wie ein Einhorn.Und Cardias in seinem Cockpit an dem Rande zum Tode. 実の息子、アルベルト・ビストの裏切りで重傷を負ったカーディアスだったが、バナージの目にはオードリーを置き去りにして一人逃げようとしているように見えた。Cardias wurde betrogen und tödlich verwundet von seinem Sohn Alberto Vist. Wie auch immer, für Banager schien es.Als hätte er Audrey zurückgelassen und versuchte alleine zu fliehen. Was ist das, Hunter? Er hat so eine Sache gemacht, dass ich nichts machen kann. Was tut ihr nach dieser schönen Ansprache? Ist das das Einzige, was sie tun können? Audrey hat den Krieg zu beenden, um zu dir zu kommen. Du hast diese Kraft nicht, oder? Audrey kam zu ihnen, um den Krieg zu verhindern. Sie müssen die Kraft gehabt haben, um es zu tun. Minna, was ist denn heute da? Nein, ich bin heute da. Anna, ich bin nicht so gut. Die Menschen hier hatten Pläne, Dinge, die sie tun wollten. Es ist nicht richtig, dass sie so sterben. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut.今こそ人は自らを律し、尊厳を取り戻さなくては。静かに続けるカーディアスの言葉に、バナージは驚く。カーディアス antwortete, dass die Menschen sich gegenseitig oder ihre Leben gegenseitig respektieren sollten und lernen sollten, sich selbst zu kontrollieren, um ihre eigene Ehre wieder zu erlangen. Banagar reagierte in Überraschung zu diesen geflüsterten Worten. Durch die Möglichkeiten, die darin liegen, werden wir die Kraft und die Zuneigung, der Menschheit demonstrieren. 人間だけが神を持つ今を超える力可能性という内なる神を。 Nur Menschen hatten einen Gott, die Kraft, das jetzt zu verwandeln, den inneren Gott namens Möglichkeiten. 心の奥底に眠っていた言葉が自然と口をついて出る。混乱するバナージだったが、カーディアスにオードリーを救う意志を確かめられると強くうなずく。 Worte, die lange in seinem Herzen verborgen lagen, flossen aus ihm heraus. Ungebeten
Doch während er immer noch verwirrt war, antwortete Banagar mit einem einfachen Nicken, als Kadeas fragte, ob er immer noch Audrey retten wollte. Ich habe kein Selbstvertrauen oder Bestimmung. Ich weiß nur, ich möchte, dass sie mich braucht. Dann nimm dieses. Wenn es dich für würdig erachtet, dann wird dir Unicorn unglaubliche Kraft verleihen. Es wird dich sogar zu Laplace Box führen. Was ist das? Ein Fluch, der die Wist-Familie gebunden hatte für über 100 Jahre, aber ist, wenn es richtig genutzt wird, dann kann es auch Licht über das ganze universelle Jahrhundert bringen. Anna war この呪縛にお前を取り込ませたくないと私の前から。Anna wollte nicht, dass du Teil des Fluches wirst. 恨むだろう。アンナ、そしてお前も。だが、行け。恐れるな。Sie würde mich dafür hassen, vielleicht wirst du es auch, aber geh. Habe keine Angst. 自分の中の可能性を信じて。力を尽くせば道はおのずと開ける。Glaube an die Möglichkeiten aus dir selbst heraus, versuche dein Bestes und der Weg wird sich dir öffnen. そんな今さら勝手ですよ。Es ist zu spät, wie selbstsüchtig. 許してほしい。お前とはもっと。Vergib mir, ich wünschte, wir hätten mehr. Banaji ni Unicorn Gundam o takushi. Cockpit o deru Cardias. Sono sugata ga hono ni nomareru shunkan. Banaji wa omowazu sakende ita. Cardias gab den Unicorn, den Einhorn Gundam an Banagar und fiel aus dem Cockpit. Sein Körper verschwand in einer Explosion aus Feuer und Banagar schrie aus sich heraus. Oh, das war sein Vater. Okay, natürlich wieder mal kein Partner. Victory Conditions Unknown. Also die unbekannte Einheit müssen wir besiegen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir auch mal gleich los. Gucken, wie stark der Unicorn ist. Ja, die guten alten Funnels. Thank you.
出せ。Boah, cool. So, haben wir Burst-Modus von Anfang an aktiviert. Jawohl. Okay, müssen wir die nächsten kaputt machen. Die haben wir down gemacht. Wo ist der Attack Commander, der nächste? Meine Fresse, was ist der stark? Wo ist er? Da hinten. Da kommt sie. Bisschen wie der Trans-Am-Mode von Mobile Suit Gundam 00. Okay, geschafft. Gundam. Bisschen viel Video in der Folge. Aber was soll's. So ist es halt am Anfang von der Folge immer. Jindeman no shiji de Marida no Kshatriya wa tettai. Banerjee mo ki o ushinatte shimai. Unicorn Gundam wa ippon zuno no Unicorn Mode ni modotte kidou o teishi shita. Cinnamon befahl Marida Kshatriya, ach du Scheiße, sich zurückzuziehen. Vanaga verlor sein Bewusstsein und der Unicorn Gundam ging wieder in den Einhorn-Modus zurück und kam zum Stillstand. Jinneman war Sodetsuki Koto, Neo-Zion Zantou-Gun no Shukai, Full-Frontal ni Jitai wo Hōkoku shi, Onore no Shippai wo Wabiru. Ich glaube, das ist doch schon wieder Cha, oder nicht? Cinnamon berichtete über die Situation zu Full Frontal, Anführer der Neo-Zion Hinterbliebenen, bekannt als die Sleeves, und entschuldigte sich für seinen Fehler. Ich werde das wieder gut machen, und wenn es mich mein Leben kostet. Tada mitomete tsugi no kate ni sureba ii. Sore ga otona no tokken da. Jetzt kümmere dich nicht so darum, erkenne deinen Fehler an und mach weiter mit deiner nächsten Aufgabe. Das ist unsere Pflicht als Erwachsene. Unicorn Gundam wa Neo-Zion to sentou wo okonatte ita Rondobel shozoku no fune. Neil Agama ni shuyou sareta. Der Unicorn Gundam wurde aufgenommen von der London Bell oder Londo Bell Nahal Agama, der gegen Neo Zion kämpfte. Shozoku fumei no Gundam type. Shikamo Laplace no hako ni tsujiru kimitsu. Kannai wa souzen to shita kūki ni tsutsumareru. Das Schiff war in Aufruhr angesichts des unbekannten Gundam-Typs und dem Mysterium der Laplace-Box. Cockpit ni zashite ita no ga minkanjin no shounen Banerjee da to wakaru to konran wa issou fukamatta. Als sie Banerjee in seinem Cockpit fanden, nur ein Junge und dazu auch noch ein Zivilist, wuchs ihre Verwirrung nur. Anna Kodomo ga Gundam. Dieses Kind hat einen Gundam gesteuert.
ネールアーガマのパイロットリディ・マーセナスはバナージに複雑な思いを抱く。Ritte Marcenas, ich glaube, die, um die Namen zu machen, da schlafen wir einfach mal auf der Tastatur. Ein Nail Agama-Pilot war nicht sicher, was er von Baraga halten sollte. Nail Agama ni wa Audrey mo kyūjō sarete ita. Banage wa kanojō to no saikai o yorokobu mamo naku, Renpō gun tokushū butai Echoes taichō.ダグザ・マックールの尋問を受ける。Audrey wurde ebenfalls von der Nahe Agama gerettet. Banagas Freude, sie zu sehen, war wieder einmal von kurzer Dauer. Wie auch immer, als sie zur Befragung durch Commander Dagusa Meckel der Föderations-Ecoas SpezialeingreifsTeams geholt worden ist. ラプラスの箱出しを命じられたダグザはユニコーンガンダムに秘密がありそうだと見抜いていた。ダグザ、der beauftragt wurde, Laplas Box zu sichern, glaubte, es gab oder es gibt ein Geheimnis bezüglich des Unicorn Gundams. 納得しがたい話だ。カーディアスビストが。君のような少年にあれを託したとは。他に何か君に言い残したことは。Also erwartest du von mir, dir zu glauben, dass Cardias Wist diesen Anzug einem einfachen Kind überließ? Ist da etwas, das du mir nicht erzählst? ですから、あのモビルスーツを使ってみんなを助けろって。それだけです。Sehen Sie, alles, was er mir gesagt hatte, war, dass ich diesen Mobile Suit nutzen sollte, um allen zu helfen. Wenn ich dir denn sagen würde, dass er mein Vater war, würdest du mir überhaupt glauben? Was zur Hölle? Banage の小さな Zubuyaki をダグザが聞き返そうとした時、激しい爆発音と衝撃に船が大きく揺れた。Dagusa war gerade dabei, Banaga darum zu bitten, sich zu wiederholen, als eine mächtige Druckwelle das ganze Schiff zum Erzittern brachte. Ja, dann würde ich sagen, dann speichern wir an der Stelle mal. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.